Willkommen zurück, Jungens, Mädchen, meine Haare und alle anderen, die noch da sind. Willkommen zurück zu Necrovision Lost Company. Es ist lange her, dass ich zum letzten Mal gespielt habe, deswegen wollte ich noch ein paar Sachen unterbringen, bevor wir anfangen. Wie gesagt, bei Necrovision muss ich mich jetzt wieder ein bisschen einspielen, deswegen verzeiht mir, wenn ich nicht gerade mich sofort mit der Steuerung identifizieren kann. Dann das zweite ist noch, ich werde es zwar hier sagen, aber ich weiß nicht, wie viele es hören werden. Vielleicht hören es ein paar, vielleicht fragen sich ein paar, wo ist denn Stubbs der Zombie überhaupt? Naja, das liegt daran, die nächste Stelle, da muss ich persönlich sagen, hat der kleine Silo etwas Bammel davor, weil, ich mache mal einen Spoiler, gibt es ein Tanzbattle und dort muss ich, rhythmisch sein und so Lichter abdrücken und mit meinen Richtungstasten, und ihr habt ja gemerkt, dass gewisse Tasten von meinem Spiel nicht wirklich akkurat umgesetzt werden, deswegen habe ich ein bisschen Bammel davor, auch weil ich ein Rhythmusgefühl von einem Feldweg habe, deswegen, aber egal, wir sind jetzt bei Necrovision, wir waren hier stehen geblieben, gucken mal, wo ich eigentlich hin muss, gucken wir uns zuerst hier noch ein bisschen um, hier brennt ein Stuhl. Mit der besten Feueranimation, die es gibt. Warum nur hier brennt, aber hier der Holztisch nicht? Vielleicht. Oh. Oh, nice. Schaut mal. Secret place found. And now I can fulfill my destiny to bring everyone the doom they deserve. Ja, so ungefähr talkt der Onkel, Onkel Hans, wollte ich schon sagen. Onkel, hilf mir schnell. Onkel, Zimmermann, genau, Hans Zimmer. Oh, schau, da oben ist ja noch was. Wie komme ich denn hier hoch? Schnell umgucken, umgucken. Gibt hier ein Seil? Kann ich an dem Seil hier hochklettern? Nee. Okay, ich möchte aber dorthin. Was ist ein Secret Place? Junge, was ist eigentlich mit dir? Oh, du bist gar nicht mein Freund. Ah, der stand nämlich hier die ganze Zeit. Ich wollte zuerst auf den Secret Place. Ah, vielleicht komme ich so hoch. Wartet. Ich bin ja ein Parkour-Spezialist. Das vergessen ja viele. Yo! Hallo! So, jetzt aber. Jetzt dürfte den Parkour-Spezialisten nicht stören. Hör mal, Ruhe da hinten. Du ebenfalls. So. Danke. Onkel Silo möchte auf einen Secret Place und kann euer Geschieße nicht gebrauchen. So. Frage, wie komme ich... Kann man hier die Regenrinne hochklettern? Nee. Wie komme ich denn darüber? Das ist na gut, das möchte ich jetzt austesten. Für alle, die dieses nervt. Tut mir leid. Ne, für das bin ich zu klein. Wie kommt man denn da oben hin? Gibt's hier denn. Kann man da vielleicht das Häuslein irgendwie rein? Oder muss ich hier gar nicht. Ah, vielleicht. Hier? Ne, hier kriege ich nur Munition. Vielleicht komme ich ja so hoch. Aha. Gucke. Oh, da hinten ist ein Tank. Zum Glück ist der nicht aktiv. Warum? Hans. Wow! What happened? Wer schießt da? Du. Du kleiner Drecksack. Oh, das hat sich geduckt. Der Schuft. Habt ihr gesehen? Ich habe neue Animationen gekriegt. Aber ein... Okay, ich darf hier wohl nicht auf die Mauer. Wie soll ich denn da zu diesem Secret kommen? Ah, hier darf ich sowieso nicht durch. Okay, ich darf da nicht mal... Wie soll ich denn da zu dem Secret kommen? Sage er mir das mal. Oh, du hast gesehen? Ich hab diesen Lounge-Stuhl. Kann ich denn diesen Stuhl irgendwie mitnehmen?
Ich habe keine Ahnung, wie man hier hochkommt. Also ich würde mich echt, es ist da nur eine Flare Gun und so, so nichts Spezielles, aber wie soll ich denn da hochkommen? Soll ich denn da den Lounge-Stuhl nehmen und mich dann rüber? Egal, ich glaube, sonst wird das vielleicht noch zu langweilig und dann werde ich hier wieder wegen übertriebenem in die Länge ziehen, mit einer Schaufel beworfen. Obwohl die letzten ja auf mich Du da hinten. Hörst du auf damit? Bram, 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 bram. Ist ja Schuft. Habt ihr gesehen? Der hat mit einer Granate nach mir geworfen. Bin viel besser als du. Ruhe hier. Muss ich auch gleich hinlegen. Hab kein Bein mehr. Ist aber schön Munition. Wir wollen uns hier aber umgucken. Seht ihr hier? Da wo es leuchtet. Habe ich wieder Granaten? Ah, habe ich. Okay. Habe ich gar nicht gemerkt. Seht ihr, weil ich schon lange keine mehr hatte. Was ist denn hier hinten? Oh. Ah, Secret Place. Seht ihr? Die richtigen Hardcore-Skiller in Necrovision, die finden wohlplatzierte Secret Places so schnell, dass die Secret Places gar nicht nachkommen. Und was hier? Kommt hier ein Zombie? Nee, hier ist gar nichts. Ah doch. Ammo for Pistol. Ah, nice. Was hier? Da komme ich nicht durch. Ist noch eine Tür offen, warum auch immer. Ich juck's wieder mal. Jo, wo möchte mich das Spiel haben? Hier sind Bretter. Ich möchte das in die Luft sprengen. Nein. Hier war der Secret Place. Die geben aber nach, oder? Schau mal. Ich bin so akrobatisch. Ich kann nach hier oben treten und ich bin Jean-Claude Van Damme. Wusste es doch schon immer. Ohne es zu wissen, bin ich schon Jean-Claude Van Damme. Wo muss ich denn genau hin? Ah, guck mal. Ah. Nervst. Das ist ein frecher kleiner Mann. Aber es, ja, das passiert halt in... Oh, take a shovel. Nein, ich möchte lieber den Trench Stick. So. Was hier? Gehen wir zuerst nach oben. Oh. Schön mitnehmen. Ammo Chest. Gehen wir mal nach oben. Wer ist denn hier? Ah, ein Vampir! Artefakt. Your Fury Level is higher as before. Das ist aber nice. Kann ich hier auftreten? Nein, ist nur mein Fußabdruck zu sehen. Ich glaube nicht. Aua, Hans Zimmer, was machst du denn? Kann sich doch nicht selber verletzen. Geht doch nicht. So. Safe, ich mache trotzdem nochmal ein Safe. Einfach zur Sicherheit. Weil es mir gleich, als ich das Spiel anfangen wollte, zu... Ruhe da oben. Quatsch, der hat ein Handy kassiert. Eines frage ich mich. Oh, da hinten. Ich glaube, der schießt da. Ich sehe dich doch da hinten. Brauchst gar nicht so zu tun, als würde ich dich nicht sehen. Ich sehe den Feind. Und die Eier. So. Also. Sonst noch jemand, der hier cool drauf sein will. Irgendjemand hat hier mit Gewehrgranaten geballert. Okay, da ist ein Baum umgefallen. Ist das, war das jetzt dieser WTF? Waren das jetzt die coolen neuen Effekte, die uns angekündigt wurden auf der Schachtel? Oder wieder gesaved? Das heißt, muss bald was passieren. Wow, habt ihr das gesehen? Ja, Entdeckung. Entdeckung. Den mal wegmachen. Geh mal weg da. Der ist down. Quatsch. Hab ich den getroffen? Oh, bewirf mich doch nicht mit Granaten, du Schuft. So nicht. Ruhe da hinten. Wo ist dein Freund?
der El Kommandante. Oh, da war mit viel Glück verbunden. Oh, scheiße. Da müssen wir kontern. Hier. Friss das. Brenne, du Hund. Das kontern wir mit unserem Maschinengewehr. Brumm, brumm. Wow, brumm. Eigentlich wollte ich nicht die Dual nehmen, aber ich glaube, ich habe per Zufall die Dual gefunden. Komm ich hier rein? Yo, da gibt schön nochmal Munition. Ruhe da hinten. Ich hänge wieder an was fest. Opa. Sag mal da oben. Kannst du mal die Fresse halten? Hier, Fressgranate. Ich brauche erstmal hier mir ein bisschen umgucke, was wir hier alles noch so finden können. Das sieht mir fast aus wie nach einem Secret Place. Secret Place, Secret Place. Da der Silo ja der Begabteste ist, wenn es um Secret Places geht. Ah, seht ihr, was bin ich nur für ein begabter Mensch. Oh, your Fury Level is higher than before. Hat's schon geklingelt? Ne, hat's nicht. Musik ist nur gerade ein bisschen laut, deswegen frage ich mich das gerade selber. Oh, was ist denn hier? Ah! Ammo Chest. Was ist hier? Ah, hier wäre auch noch ein MG gewesen. Secret Place Found. Och, ich bin der Secret Place Founder des Jahrhunderts. Seht ihr? Noch mit einer halbnackten Frau. Deliver. Deliver us from evil. Ich meine natürlich, der Krieg ist wichtiger. Wir müssen den beenden. Hier sterben Menschen. Das können wir nicht gutheißen. Aber ich rutsche hier ab auch ein bisschen. Und was ist eigentlich hier hinten? Muss ich hier eigentlich durch? Ich gehe mal den normalen Weg, den mir nicht vom Spiel auserkoren wurde. Ja, ich glaube, auf R3 sind die Gewehrdinger. Genau. Ruhe da oben. Gut, der ist weg. So, wieder einmal. Wer? Du? Was ist dein Problem eigentlich? Hä? Patsch. Rush Hour ins Gesicht. So. Und los geht's. Wer ist denn hier noch? Du bist aber ein fieser Hund da. Hier, erstmal meine super. Sag mal. Ich habe eine Frage. Wie wirft der Granaten? Ihr trefft mich niemals! Ruhe. 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 Wow, bin ich ein begabter Scharfschütze. Next charge. Komm nochmal nach vorne. Boah, du hast dich aber gut getarnt hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte der hat sich rausgelehnt wie bei Call of Duty. Oh. Ich bin unsichtbar für ihn, seht ihr? Boah, wo ist er hin? Da ist er wieder. Oh, wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist er? Hat er sich versteckt? Ja, das kann schon mal passieren, wenn man einen Gegner hat, der... Boah, du verdammter Camper hier. Das ist genau solche Leute, die man in Online-Rollenspielen oder in Online-Shootern immer verprügelt. Weil sie immer an den Ecken campen. Boah, hast du noch einen Freund mitgebracht? Gottes Willen, erschreck mich doch nicht so. Das ist ein Grund, warum hier ein Vorhängeschloss ist. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Aber egal, es hat ein Vorhängeschloss, auch wenn das hinten groß genug wäre, um aufzumachen. Ist ja egal. Vielleicht kennt jemand von euch den Song, ja, ist mir egal, egal, ist mir egal. Das könnte man hier abspielen, weil es würde 1:1 passen. Da hinten war ja, da oben waren ja noch ein paar, die auf mich geballert haben. Ich habe irgendwie vermisse ich hier noch ein paar. Okay, ich muss hier noch ein paar Secret Places finden, um zu zeigen, was da alles für tolle Secret Places, weil ich bin ja der Secret Places Founder. Der Secret Places Founder, dem läuft die Zeit davon. Sehe ich gerade. Okay, hier muss ich noch nicht lang. Muss wohl irgendwo nach da oben, oder?
zwar einen. Okay, hier, von hier komme ich ja. Bevor ich den Schnitt mache, ich möchte mich kurz zurechtfinden. Wo muss ich denn eigentlich hin? Hier hinten vielleicht? Wow, dieses kleine Mäuerchen, das hat's in sich. Ah, oh, ich bin drüber gesprungen. Okay, aber ich glaube, ich habe die ungefähre Richtung, wo ich hin muss. Wo muss ich denn ungefähr hin? Also von hier komme ich. Ich kann auch da drüben springen. Nein, kann ich nicht. Doch nicht. Kann ich doch nicht. Ich würde gerne... Nein, du sollst nicht drüber hechten. Du sollst auf das Rohr hoch und dann hier... Hierüber darf ich nicht wohl, hä? Nein, darf ich nicht. Dann, wo möchtest du mich denn spielen? Doch da oben komme ich auch nicht. Ich glaube, irgendwer versucht verzweifelt auf mich zu schießen. Kann das sein? Ist nur so eine Vermutung, aber... Komm ich auch nicht hoch. Wo will er mich denn haben? Gott, verdammt. Ah, hier ist die Tür zu. Ich kann eh nicht zurück. Ich frage mich, wo ich hin muss. Das ist eine gute Frage. Kann ich hier die Treppe... Ja, kann ich hier die Treppe? Hier gibt es nicht mal eine Treppe. Das ist jetzt eine gute Frage. Wo muss ich denn hin, genau? Auf dem Kompass zieht es mir auch nichts an, oder? Das kaputt treten kann ich auch nicht. Das ist wirklich die einzige Möglichkeit hier. Aber hier bin ich zu klein für... Will er nicht. Aber hier komme ich ja hoch. Ich glaube. Komme ich auch nicht rüber. Hä? Spiel! Sage er mir, wo ich hin muss. Was er von mir möchte. Go to the airport and take the plane. Ja, würde ich ja gerne, aber ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oh, egal! Hat geklingelt, wir müssen mal einen Schnitt machen. Wir im nächsten Part suchen wir zusammen den Ausgang und dann weinen wir, wenn wir es nicht finden. Und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.